Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Dying Light. Ja, Beeilung. Wir fallen im Zeitplan zurück. Ja. Das waren die Ingenieure, die, ich habe mal wieder rausgetappt, ne, wie man sieht. Ja, ich soll zu Jeffs Festung. Opala. Das war ja ganz schlecht. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz die Warnung ausgeben. Dieses Video und alle Videos, die ich über Dying Light drehe oder mit Dying Light mache, sind nicht geeignet für Zuschauer unter 18 Jahren. Das ist erstmal Fakt, ne? Das Spiel ist auch international nicht unter 18 freigegeben. Deswegen sollten unter 18-Jährige bitte nicht dieses Video gucken. Ne? Ich kann es nicht kontrollieren und ich kann es auch nicht verbieten, aber ich kann einfach davor warnen. Und dieses Video ist nicht für deutsche Zuschauer geeignet. Ne? Oder zumindest nicht für deutsche Zuschauer gedacht, weil weil dieses Spiel in Deutschland zumindest immer noch keine Altersfreigabe gekriegt hat. Und deswegen es so eine Grauzone ist, bei YouTube solche Videos sozusagen zu anzubieten. Ich merke gerade, vielleicht sollte ich mal schlafen gehen. So. Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich erstmal richtig Nacht. Jetzt schlafen wir nochmal. So. Ja, Gewalt in Videospielen und Altersfreigaben und so, das ist so ein Thema, ne? Dachte ich mir, da kann ich mal drüber sprechen. Ich will mal ganz kurz aufmachen. Ah, Mist. Mensch. Im Endeffekt. Oh, voilà, hier geht's aber ab. Im Endeffekt ist es doch so. Im Endeffekt ist es doch so, dass. Oh, voilà, was ist denn jetzt hier? Hehe. Es hat sich in letzter Zeit einiges verändert, sozusagen in den letzten Jahren. Oh. Es hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, was Gewalt in was Gewalt anbelangt und in Spielen. Früher war das kleinste bisschen Gewalt schon echt schädlich. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, in so alten Command & Conquer Teilen haben sie das rote, die wenigen Pixel, weil solche Soldaten waren ja nicht sehr groß auf dem Bildschirm, die wenigen Pixel rotes Blut, die Soldaten sozusagen geblutet haben, als man, wenn man sie tot gemacht hat, haben sie in der deutschen Version teilweise durch schwarze Pixel ersetzt. Ne? Um zu erklären, ja, das sind keine Soldaten, das sind Cyborgs, ne? Und die verlieren kein Blut, sondern die verlieren Öl und Gewalt gegen Dosen ist nicht schlecht. Ne? Da war es natürlich nicht das Problem, dass vermute ich mal, dass da gleich die Indizierung sozusagen auf dem Spiel steht. Hä? Achso. Sondern da ging es eher darum, sozusagen die Altersfreigabe. Die wollten eigentlich das Spiel ab 12 Jahre oder was auch immer. Ja, das ist mittlerweile gar nicht das Problem. Ich denke, so ein Strategiespiel, da kann ein bisschen Blut vorkommen. Das ist nicht weiter tragisch. Aber gerade hier bei so einem Spiel ist einfach das Problem, dass man
Naja, man kann doch nicht mal Körperteile abtrennen. Bei Dead Island konnte man ja noch mit dem Messer oder mit dem Schwert hier Arme und Beine und sowas abtrennen. Das geht ja gar nicht mehr, glaube ich. Zumindest habe ich das nicht gesehen in anderen Videos und so. Aber man kann immerhin ja noch die Köpfe zerdreschen. Na, mit Messern und Rohren und sowas. Aber da ist die Frage, muss man wirklich so ein Spiel dann. Also dass das eine USK-Einstufung von 18 kriegt, da würde ich ja komplett mitgehen. Ne? Aber muss man so ein Spiel deswegen gleich in Deutschland indizieren komplett? Ah, ich weiß nicht. Na gut, wir reden erstmal mit Jeff. Hallo. Das ist der Fort Jefferson-Turm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Ich mache hier die Regeln. Nicht Bracken, nicht Rais. Das hier ist Jeffhausen oder Jeff Bergen, Jeffburg, Neu-Jeffingen. Hey, Jeff. Kommandant Es Jeff! ist ein Notfall. Die Stadt hat kein Gas mehr. Ach ja, das war ich. Sie haben das Gas abgedreht? Das Installieren der Höhlenwand am Fort Jefferson erforderte eine Unterbrechung der zivilen Gasversorgung. Sie haben meine Erlaubnis, diese wiederherzustellen. Das sollten Sie erledigen. Keinesfalls. Meine Abwesenheit würde die Basis gefährden. Das ist eine Aufgabe für entbehrliche Kräfte. Kommandant, ich melde mich freiwillig. Guter Mann, wie immer Sie auch heißen. Wäre schlecht, Sie zu verlieren. Also, öffnen Sie die Ventile der einzelnen Quadranten sowie die Hauptverteilungsschleuse. Melden Sie sich bei mir und ich stelle den Gasdruck für die Stadt wieder her. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivilist die Höllenwand bewundern. Wow. So. Wir sollen jetzt diverse Abend veranstalten wir ein Ventile Oldschool-Grillfest. öffnen. Wo sind die? Okay. Machen wir jetzt vielleicht mal das hier oben als Kann erstes. es kaum erwarten. Das Irre, ist sagen Sie? dort, oder? Ja. Irre, eine Feuerwand erschaffen? Okay. Ja, also ich finde das sehr schwierig. Ich finde das dieses Thema sozusagen sehr schwierig, weil ich es eigentlich etwas Blödsinn finde, gleich eine Indizierung zu machen für sowas. Auf der anderen Seite kann ich mir aber gut und gerne vorstellen. Ach, fuck. Ah. Ja. In dem Moment, in dem ich zugeschlagen habe, habe ich gesehen, das ist ein Selbstmörder. Na gut, wo bin ich jetzt? Ah, oben. So. Ja, das ist sehr schwierig, dieses Thema. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass das sozusagen absichtlich etwas verschärft ist. Ist hier gerade irgendwas? Ach gut, das kann ich gar nicht aufmachen. Weil um Kindern teilweise auch das Rankommen sozusagen zu erschweren. Ne? Denn wenn es einfach bloß darum geht, ab 18, wenn ein Spiel erst ab 18 freigegeben ist oder so, Kinder kommen da trotzdem dran. So, ist jetzt hier so ein Dicker? Bin ich jetzt eigentlich? Ah ja, genau. So, ich kann mal ein paar Böller ausrüsten. So. Das ist ein Eins. Na gut.
So, das können wir mal kurz reparieren. Aua! Oh shit, der hat mich getroffen. Hoppala. Mal ganz kurz heilen. Los, dreh, dreh, dreh. Irgendwie ist das Messer scheiße. Mann, was machen die denn? Soll man ganz kurz reparieren? Uiuiui. So, Ausdauer her, komm. Hallo? Hier ist auch was los, ey. Aufs Fressbrett, komm. Habe ich jetzt hier hinreichend viel los? Halt, hier ist nochmal noch was zum Auflooten. Das können wir noch looten. Das können wir noch looten. So, hier können wir nochmal ein Schloss knacken. Das machen wir auch noch schnell. So, und jetzt hier. Ab hier rüber. Habe ich da auch so gut, das habe ich gemacht, alles klar. Warum kämpfe ich denn eigentlich noch mit dem Kurs? Ja. Das Schwierige ist einfach meiner Ansicht nach, Kinder kommen zu schnell an solche Spiele ran. Ja? Da reicht es einfach nur, dass die Oma zum Beispiel, dass der kleine Junge mit der Oma ach du Scheiße, Dicker. Oh, der ist ja fies. Sieht so aus, als müsste ich da oben auf die Brücke, hä? Ein Paket, das holen wir uns natürlich. Das Paket holen wir uns. Sind das so weit weg? Aber da reicht es im Wesentlichen, dass die Oma mit dem Steppke sozusagen ins Mediamarkt geht. Der Hühner sagt: Hier, das Oma und das will ich haben, und
alle in der Schule bei mir haben das und was weiß ich nicht alles und schon kauft die Oma das Spiel, ne? Weil sie eigentlich das nie weiß. Oder noch schlimmer sind auch, also hoffentlich nicht so häufig, aber noch schlimmer sind Eltern, die solche Spiele ihrem Kind kaufen. Über meinen Stream habe ich mal Kontakt gekriegt zu einem Zuschauer, der, das stellte sich im Nachhinein raus, dass er da stellte sich im Nachhinein raus, dass er irgendwie 13 oder 14 Jahre alt ist, oder beziehungsweise er wurde gerade 14 und hat von seinen Eltern GTA 4 gekriegt. Ja? Wo ich mich frage, what the fuck? Also GTA 4 ist ja nun wirklich zu Recht, so wie GTA 5 auch, ab 18 eingestuft. Mensch, ja, zu Recht ab 18 eingestuft. Und das sollte kein 14-Jähriger spielen. Und da finde ich es einfach, ja, ich finde es einfach scheiße, dass Eltern dann ihren Kindern solche Spiele kaufen. So. Glücklicherweise sind diese Gift-Zombies ein bisschen nicht sehr widerstandsfähig, ne? So, jetzt können wir erstmal gucken, was wir hier für eine Wendigkeitsstufe gekriegt haben. Was wir damit machen können. So, Flucht. Wenn Beißer sie gepackt haben, können sie sich schneller abschütteln. Klingt gut. Halbiert den Schaden bei Stürzen. Ein Fall aus großer Höhe ist dennoch tödlich. Ist auch gut. Und was haben wir hier? Rückschlag. Verwenden Sie Wurfwaffen oder UV-Lampe, wenn Sie sich während des Sprints umschauen. Drücken Sie während des Laufens B. Danach zum Verwenden der Ausrüstung also mittlere Maustaste. Was, mit B kann ich mich umschauen? Tatsache, geil. Muss eben nochmal gesagt werden. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Rutsch, ne? Und wir haben hier einen Dropkick. Ich habe jetzt gesehen, der Dropkick ist ja richtig geil. Und das Rutsch, ne? Ist auch nicht schlecht, wenn man es dann noch mit dem Beinbrecher kombiniert. Na, oder doch Dropkick? Zack, Dropkick. Oh, voilà. So, mal ganz kurz Ausdauer wiederherstellen. Da war er hinüber. Easy. Und wisst ihr was? Jetzt kann ich hier meinen Bewährungsstahlhammer zerlegen. Na? Und nehme einfach einen neuen. Manchmal ist der richtig geil. So, und zack, hier eben mal lockern. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch einen. Wie komme ich jetzt eigentlich hier raus? Achso, hier wahrscheinlich. Sehr schön. So, ein Ventil haben wir noch offen. Also, naja, noch zu öffnen. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Thematik haltet. Ob es gerechtfertigt ist, dass in Deutschland solche Spiele indiziert werden. Oder ob ihr das eigentlich zu viel haltet. So. Ja, den können wir auch machen. Sehr schön. So, komm ich jetzt hier irgendwo rüber? Ah, sieht nicht so aus. Ah, hier können wir ein bisschen was looten. Eine Sprühdose. Was haben wir hier? Eine Schnur. Sehr schön.
So. Und die Kiste haben wir jetzt zum Aufmachen. Supi. Gleich auf Anhieb. Eine simple Hacke. Naja. Verkaufen oder zerstören. So. Hier können wir hochklettern. So, mein Timer hat geklingelt. Das bedeutet, ich mache an dieser Stelle meine Pause. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder hier bei Dying Light. Dann machen wir das mit dem Gas fertig und dann gucken wir uns mal an, was wir noch für Quests so haben. Ne? Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Okay, eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr davon, dass Dying Light und ähnliche Spiele in Deutschland indiziert werden oder indiziert werden könnten? Ne? Sagt mir doch einfach mal eure Meinung in den Kommentaren. Ne? Und dabei geht es nicht darum, ob das Spiel ab 18 oder vielleicht schon ab 16 sein soll. Dieses Spiel ist definitiv erst ab 18 geeignet, meiner Ansicht nach. Aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen ab 18, sodass ich es kaufen kann, und indiziert, sodass es in Deutschland gar nicht vertrieben werden darf. Ne? Also sagt mir eure Meinung. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!